Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Speed Planet Zoo. So, ich habe mal wieder ein bisschen vorgespult. Was hier alles passiert ist, ich habe 2 Stunden quasi gespielt und vorgespult. Ich habe hier ein bisschen Management noch gemacht, also das heißt, 2 Generatoren aufgestellt, und da es jetzt Winter war, war es den Tieren zu kalt, deswegen habe ich überall noch Heizkörper aufgestellt. So, dann, warum ich das vorgespult habe, war, das hätte ich ja vielleicht, also hier den Teil hätte ich lassen können, aber deswegen. Ich baue eine komplette, Felswand um das Gehege, und das hat ewig gedauert. Deswegen habe ich gedacht, ja, spule ich das mal vor. Gut, jetzt mache ich auf jeden Fall endlich mal den Durchgang zum Savannengehege. Ups, Entschuldigung, zum Savannengehege fertig. Das hat auch, ich glaube, allein das hat mich eine Dreiviertelstunde oder so gedauert. Da habe ich sehr lange dafür gebraucht. Aber am Schluss sieht es richtig, richtig gut aus. Was mich interessieren würde, ist, ob ihr das so sehen wollt, wie ich das baue. Also beziehungsweise, ob ihr das in Echtzeit sehen wollt, also wie ich 2 Stunden das baue, oder wollt ihr das in vorgespulter Ding haben, oder, also hier ist es halt ein bisschen blöd, dass ich musste sehr viel mit der Kamera rumswitchen, deswegen ist es ein bisschen confusing, aber ja. Ich glaube, so an sich sieht man, was ich gemacht habe. Die ganzen Lücken, die ganzen Erdsichtfelder habe ich dann ausgekleidet. Wollt ihr das sehen oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Das wäre ganz cool. Dann weiß ich, weil ich bin ein bisschen unschlüssig, weil an sich, glaube ich, sieht das schon lustig aus. Aber ja, ob das interessant ist, weiß ich nicht. Könnte aber sein. Gut. So. Ja, ne? Die Decke war echt ein Krampf. Weil, die war. Das war ja kein normaler Bogen, sag ich mal, sondern überall. Das da zum Beispiel musste ich nochmal weicher zeichnen. Ja, das war echt ein bisschen blöd. Aber egal, am Schluss sieht's gut aus. Und ja. Ich habe da beim Video, beziehungsweise beim Vorspulen, habe ich auch, ich glaube, ja, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde auch nochmal dafür benutzt, nicht so lang, aber durch das Tierhandelszentrum durchzuswitchen, weil der hatte wieder ewig gebraucht. Aber ich habe schon ein bisschen vorgeplant für das nächste Gehege. Aber das sieht man hier auch dann. Genau. Hier habe ich im Hintergrund die Wand so extrem hochgezogen, damit die Leute da nicht stehen bleiben und mitten auf dem Weg quasi zuschauen. Sondern dass hier eben endlich mal auf die Plattform gehen, wo die ganzen Infotafeln und so weiter sind. Das war schon nervig, dass die
da einfach auf dem Weg stehen geblieben sind. So, jetzt kommt auf jeden Fall ein bisschen Grünzeug. Und jetzt geht's auf der anderen Seite bei den Hyänen und Wildhunden weiter. Und den zukünftigen Löwen, die noch nicht existieren. Ich weiß auch noch nicht, was ich in den in letzten da in den Gehege machen soll. Weil, ja, Löwen, Wildhunde und Hyänen sind schon da. Und was, ja, irgendwas Afrikanisches noch. Genau, hier, ich weiß noch nicht, was da rein. Für Gepard finde ich das zu klein. Und, ja, Tiger ist ja wo ganz woanders. Genau, hier baue ich jetzt zum Beispiel einen fetten Berg. Habt ihr wahrscheinlich schon erkannt. Und da kommt quasi die nordischen, die nördlichen Jungs hin. Also ich will dann einen Wasserfall drin machen. Und genau, unten kommen die Wölfe und die Bären hin und oben kommen die Schneeleoparden hin. So was zumindest geplant. Der Berg ist nur leider sehr, 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 sehr riesig. Der ist unglaublich riesig. Das zeige ich euch später vielleicht nochmal, wenn ich dran denke, wenn es in Echtzeit rübergeht. Aber ja, hier erstmal die Höhle für die Schneeleoparden, genau. Die Schneeleoparden, das ist ziemlich lustig. Ich habe die Gehege gemacht, bevor ich geschaut habe, wie viel Platz sie brauchen. Und an sich am passendsten ist das Gehege von den Wölfen, das kommt jetzt. Das hat, glaube ich, also die Wölfe brauchen irgendwie so 1500 oder irgendwie sowas. Schaue ich später nochmal nach. Und das Gebiet ist über 2000. Also das ist noch vertretbar. Der Leopard, da war ich sehr überrascht. Der braucht nur 800 oder so, oder also irgendwie unter 1000, glaube ich. Also der Wolf war der am meisten braucht. Aber Schneeleopard, ich dachte, die wären auch so Nomaden, sage ich mal. Genau, der hat jetzt bei mir, in dem Fall hat er sogar, ja, ich warte, wie viel waren es? Ich glaube 7000. Ja, also in dem werde ich noch ein bisschen eindämmen, glaube ich. Oder ein bisschen an die Wölfe abzweigen. Weil, ja, die Wölfe, das wird ein großes Rudel. Und deswegen, ja. Ja, deswegen werden die wahrscheinlich noch größer. So, jetzt mache ich gerade das Gehege für die Bären. Jetzt kommt das für Schneeleoparden. Quasi die Schneeleoparden können hier voll cool den Berg hoch und mal schauen, ob sie es machen. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal ändern, weil ja, das ist zu groß. Und hier kommt eben das Gehege von den Wölfen hin. Hier mache ich einen Eingang durch den Berg, sodass die, die Tierpfleger und so weiter, also auf der Rückseite vom Berg, genau hier, können sie eben, ja genau, jetzt schaue ich gerade, aber sie können jetzt, an einen Ort quasi alles holen. Und genau. Dann müssen die nicht komplett außenrum und stören die Besucher. Genau. Ich habe hier jetzt auf nach Schneeleoparden gesucht. Aber das ihr seht ja, ich bin gleich bei 100, Seite 100. Und ja, ich bin erst bei. Also, ich habe die noch nicht gefunden. Und ja. Ich glaube, ich
Genau, bei 169 ist der dann wieder abgekackt, so wie hier. Das nervt schon ziemlich. Ah, ja, genau. Hier habe ich zum Beispiel ein gesucht, genau. Der Wolf braucht 1100 und der Bär braucht irgendwie ein bisschen weniger. Naja, okay. Dann. So, gut, jetzt sind wir wieder im normalen Modus. Hier seht ihr den Megaberg. Ja, ich werde den nochmal umbauen, glaube ich, weil der ist ein bisschen groß. Ich weiß nicht, ob die da dann irgendwie, ja, wie die da hochkommen sollen. Mal schauen. Gut, also, wir haben jetzt ein bisschen mehr Artenerhaltungspunkte. Das ist ziemlich gut, wurde angefordert. Wildhunde werden also wegen Alpha-Status schon wieder. Warte mal, Sozialverhalten. Platz. Gehege passt zur Menge. Ach, jetzt brauchen sie mehr Platz. 1400 von 1600. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ah, das ist ja natürlich nicht ganz so praktisch jetzt. Weil hier habe ich schon den. Ich hätte den auf die andere Seite packen sollen. Tja, was mache ich denn jetzt? Die sind jetzt ein bisschen zu groß, ne? Also. Erwachsene Population. Warte mal. Ich mache mal nochmal Pause. Und Sopedia. Neun Männchen und neun Weibchen. Aber das an sich passt das ja, oder? Wie viele habe ich denn? Tiere. Neun Männchen und neun Weibchen. Ist eigentlich sehr gut ausgeglichen. Ich habe drei Männchen, drei Weibchen. Oh. Der flackt hier einfach so rum und ist tot. Aber hey, ihm ging es so gut, dass er hier an Altersschwäche gestorben ist und an nichts anderes. Gut. Forschung ist fertig. Da, genau, das ist gut. Da hatte ich ja schon ziemlich Schwierigkeiten damit. Genau, da forsche ich auch ziemlich krass gerade. Krass gerade. Löwengehege ist immer noch beschädigt. Junge. Ah, ja. Sehr gut. Da ist er ja. Tier ist gestorben. Ja, das ist in Ordnung. Und da kommt jetzt auch der Tierarzt dann. Mache ich mal weiter. Gut. Ich will mal schauen, ob es jetzt bisschen besser geht oder immer noch so lange dauert. Wenn es immer noch so lange dauert, wie es gerade aussieht. Dann werde ich das wieder offscreen machen. Warte, ich mache mal. Bargeld raus. So. Weil, nein. Bargeld ist doch draußen. So. Weil nämlich. Ah, ein Zebra gibt es auch. Ja, aber Größe gehen ist ziemlich bescheiden. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle bekommen. Flamingo, Pfau, bla 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 bla. Ich mach mal hier wieder Pause, weil sonst geht mein Zoo noch zugrunde. Ich will dann auch kurz mal schauen, wie viel also wie viel Kohle wir gerade machen. Steppenzebra. Nee.
Das ist gerade ein bisschen lala. Jetzt braucht es auch wieder so lange. Schimpanse, Löwe. Also ich will unbedingt Löwen haben, aber die sind noch zu teuer. Ich habe mir, habt ihr ja schon gesehen, ich habe mir Wölfe für Erhaltungspunkte gekauft. Ich glaube, wir verkaufen die dann nicht, also die Nachfahren oder ihr wisst schon, sondern wir lassen die dann frei, weil ich bezweifle, dass hier jemand einen Wolf für echt Geld holt. Der ist krass. Der ist krass. Aber ich glaube, ich habe ein Männchen geholt, oder? Gut. Egal. Ah, oh, du. War ja klar. Das war ja klar. So. Dann schaue ich mal kurz hier. Wolf. Genau, ja, ich habe ein Männchen geholt. Springbock, den will ich doch verkaufen. Fruchtbarkeitsgen, achso. So, und du? Ja, für 5, ja, mein, das. Gut. Also, ich brauche einen weiblichen Wolf. Einen weiblichen Wolf. Eine Wölfin. So, na komm. Und dann Bären brauche ich noch und dann brauche ich noch Schneeleoparden. Aber Schneeleoparden sind so sehr selten. Wolf, da wäre einer, aber zu teuer. Die Männchen sind die günstigen, aber die Weibchen irgendwie nicht. Die Weibchen sind die teuren. Warte, Schneelo. Ah, verdammt. Vor allem, das ist ja ein ziemlich guter auch. So. Krokodile werde ich. Ja. Irgendwann auch kaufen, aber. Netzgiraffe will ich auch irgendwann. Aber. Ja, Krokodile sind nicht so. Interessant gerade für mich. Tja. Gut. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das gefragt habe im beim Zeitraffer, ob ihr das in Ordnung findet, ob ihr das cool findet, wenn ich das Ganze, was, also die ganze Verkleidung hier in Zeitraffer mache. Oder wollt ihr das alles in Realtime quasi haben? Ja, stimmt, wo bekommen die Schirme her? Warte mal. Grüner Ballon, oral. Das ist alles. Ballons. Das ist Essen. Das ist Essen. Das ist auch Ballon. Ich habe zweimal Ballon. Bin ich blöd? Ist ja voll bescheuert. Luni-Ballon. Und Luni-Ballons. Wieso habe ich so viele Ballons? Hier ist Essen, Essen, Info. Hotdog, Pizza. Okay. Warte, dann mache ich den da weg. Den mache ich weg.
Und Einrichtung, Mitarbeiter, Gäste. Imbissladen, Souvenirladen. Ice Cream. Hotdog, Info, Luni, Pizza. Souvenirladen habe ich, glaube ich, auch schon. Warte, dann mache ich Ice Cream. Aber dann passt das da ja nicht. Ice Cream, Ice Cream, Ice Cream hier. Plupp. Und jetzt hat Einrichtungen. Ice Cream. Na komm. Ach Gott. So. Jetzt hat. Nein. Jetzt hat. Und wieder rein. Wow. Gut. Ich werde auch keine. Auf jeden Fall eine Regenschirm brauchen. Ich weiß halt nicht, wo die einen Regenschirm herbekommen, ne? So, gut. Ja, was mache ich mit dem? Also groß genug ist es auf jeden Fall. Wird sich bald paaren. Holla, die Waldfee. Gut, also, was wir könnten das so machen, dass wir von hier. Nee. Warte, dass wir hier hochgehen. Wir könnten hier oben. Also, wir können das Gehege von dem kleiner machen. Also quasi hier zumachen. Und dann hier oben, von hier so hier hoch. Hier oben dann irgendwie so Touristen, bla bla blum machen. Und dann von da wieder irgendwie so halb runter. Dann könnt ihr halt von hier auch runterschauen. Oder von hier runter. Das könnte man machen. Das könnte ich machen. Einen besseren Ausblick. Hier. Hier. Genau hier. Springbok wird auch bald Nachwuchs bekommen. Das ist gut. Ach so, vielleicht weil hier der Strauß-Ding ist. Oh. Warte mal. Ups. Da hat ein bisschen Fels rausgeschaut. Oh. Nam 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 nam. Steigende Geburtenrate, das ist natürlich schön. So, was ist hier? Was ist das? Durstig. Ja, dann mache ich halt noch ein Wasserspender rein, ne? Warte. Ah, cool. Da kann man filtern. Was ist das? Ernährung versorgt.
Das ist interessant, weil da zwei Pfleger drin sind. Junge, Junge, Junge. Ich sag jetzt nicht, dass der schon wieder kaputt ist. So, Wildhunde schon wieder. Hungrig, durstig. Hungrig. Die sind jetzt alle hungrig, durstig. Effizienz. Ja, jetzt hat. Das hat aber echt lange gedauert. Ja, wie viele? Ich hab. So, mal schauen, wie die jetzt da hinpesen, ne? Du hättest ja auch hier machen können, aber egal. Das ist sehr komisch. Weil hier ist ja auch Wasser. Komm so hier ein bisschen ist am Verhungern. Alter. Ja, okay, ganz ehrlich, ich muss hier sehr viele verkaufen. So geht es nicht weiter. So. Pause. Gut, also. Erwachsene Population ist fast krass. Also, den da. Warte mal. Zoopedia? Ja, okay, das ist total egal, wie viele Männchen und Weibchen ich habe. Also. Ich mach mal jetzt komplett zurück. Also. Die ist Bronze, Silber, Gold, eine Tanne und Silber, Bronze, Silber, nichts. Du wirst verkauft. Gold. Silber. Bronze. Bronze. Also wir genau, goldenes Weibchen und hier auch goldenes Männchen. Ich könnte auch die ganzen Bronze, kommen. Die ganzen bronzefarbenen verkaufe ich jetzt auch. Handelszentrum. Ah, aber die behalte ich. Weil die ist, die ist zu alt. Die behalte ich, weil vielleicht bekomme ich genau, die habe ich schon. Brauchst du auch weg. Gut. Flop.
verdurstet. Ja, wenn es zu dumm ist zum Trinken, kann ich ja nichts dafür. Ja, schau, ist doch schön. Man muss nur ans Trinken gehen. Ja, jetzt meckern die aber sehr. Jetzt haben wir verhungern, dann esst was. Ach, tja, wenn Tiere dumm sind. Viel Müll, Forschung abgeschlossen. Ah, schon wieder viel Müll. Das ist echt ärgerlich. So, warte, ich glaube, hier muss ich Tierpflegerhütte. Die muss ich größer machen. Tierpfleger. Groß. Nee, warte, das. Das mache ich anders. Warte. So, Tierpflegehütte, wo war die jetzt? So. So, kommt er da zurecht? Sehr schön. Sehr schön. Gut, jetzt ups. Quarantäne. Tiere, Einrichtungen. Bußgeld. Aktivist entdeckt. Wieso? Verhungert. Wieso ist es durstig? Du musst doch nur trinken. Ja, also. Köpfinge in konkreten. Ich würde den Ausblick auf das Tier als okay bezeichnen. Noch näher geht's nicht, ne? Noch näher geht's nicht. Platz. Ich würde dann mal sagen, dass ich da langsam auch die langsam auch verkaufe. Bronze kann ich gebrauchen, Silber auch, Bronze, naja. Bronze.
Das ist ja... Hä? Was muss ich jetzt? Das ist ja echt krass. Ist beschädigt. Ui, und zwar ziemlich krass. So, viel Müll enthalten schon wieder. Krankes Tier entdeckt. Oh Gott. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Listeriose. Was auch immer das ist. Aktive Krankheit. Alter, das ging ja jetzt schnell. Ah, gut, also, wir überziehen schon wieder. Aber gerade geht's echt ab. Krankes Tier. Bortellose. Die sind ja jetzt alle krank. Oh Gott, gut. Ja, da ist der schon aktiv. Techniker rufen. So, gut, also. So. So, also. Den da gleich mal verkaufen. Ich lass die frei. Weil, ja, das wird niemand kaufen. Hey, wieso habe ich ein... Achso, nee, ups. So. Die lasse ich auch frei. So, kann ich die irgendwie markieren? Ich will die alle freilassen. So. Freilassen. Freilassen. Achso. Ja, komm. Freilassen. Dann freilassen. Dann bitte nächsten freilassen. Ach, wow. Wie kann ich nur schnell handeln? Okay. Komm. Und schnell handeln. Bestätigen. Gut. So. Was? Befindet sich nicht im idealen Temperaturbereich. Ja, dann muss sie halt nur zurückgehen.
Ja. Gut. Ist er wieder normal? Ja. Ist wieder normal. Gut. Ja, wir haben schon wieder wie immer überzogen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sie so wa ka tena.